Das war ja nur dabei. Ich werde das. Obwohl, ne, dann kann man schon noch was anfangen. Ach je, ach je, ach je, ach je. Das wird ja furchtbar. Na gut, also. Nee, also, das ist immer noch weit entfernt. Das muss ich ohne schaffen. Naja. Probieren geht über Studieren. Wie gesagt, Sam kriege ich nicht zur Arbeit, ehe nicht der Typ tot ist. Also. Dann würde ich sagen, machen wir das doch jetzt mal. Ein letztes Mal noch wird abgespeichert und dann geht's los. Ich will spielen. Ich werde Bruger in der Arena besiegen. Das will ich sehen. Er wird Hackfleisch aus dir machen. Wahrscheinlich. Du musst ihn erstmal dazu bringen, mit dir in die Arena zu gehen. Das wird schwierig genug. Oh, stimmt, das lass hätte mal meine ich Sorge vielleicht erstmal abklären sollen. Na gut, mal sehen. Oh, nein, Moment. Habe ich ganz vergessen. Das will ich jetzt noch nicht. Ich meine, letztendlich werde ich gegen ihn kämpfen müssen. Das werden sie mir nicht erlassen hier in dem Spiel. Aber dann will ich denen doch erstmal noch ein bisschen Angst einjagen. Vielleicht noch ein bisschen extra Erfahrung absahnen. Mal sehen. Hoppa. So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Was? Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Du kannst mir nicht drohen, Kleiner. Solange du nicht in einem Arena-Kampf bewiesen hast, dass du mir gewachsen bist, sind deine Drohungen nur Gewäsch für mich. Wow. Das hat viel gebracht. Egal, wir reden trotzdem nochmal mit Rachel, die uns nichts darüber zu sagen hat. Das heißt, das komplette Neuladen und Gedöns war völlig umsonst. Egal. Dann also, nein, ich will jetzt noch nicht abspeichern. Ich will erstmal fragen, ob er mit mir schon in die Arena gehen will. Kämpf mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Na, das habe ich nämlich befürchtet. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch. Verdammt. Ich dachte, da gäbe es noch eine Gesprächsoption, aber offensichtlich nicht. Egal. Wir sind ja der Held. Wir können immer speichern, wann immer wir es wollen. Und davon werde ich auch Gebrauch machen. Und zwar sowas von. So. Heppa. So, kennen wir. So. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht doch eine Chance gegen den Herr Bruger habe. Ich will. Jo. Du musst. Jo. So. Dann wollen wir doch mal. Es wird ordentlich Kohle geben, wenn wir den besiegen. 400 Gold. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Ist da. So. Aui. Ich werde insgesamt 200 Gold von dem Craig bekommen, der dann arm ist. Oh, ein Stückchen trinken hier. Wir wollen ja nicht mit halber Energie hier. Also für den Kampf würde ich wirklich volle Energie haben. Und ich werde mir auch einen Heiltrank noch unten in die Leiste setzen. Oder zwei. Na komm. Was? Och nö. Ich bin echt blöd. Hat er den schon eingesetzt? Also, er ist blöd eigentlich. So. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Ui. Ach du Scheiße. Ja, das wird lustig. Ja. 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 Ach du Scheiße. Hey!
Ja. Nein, was mach ich denn? Wow. Was zum Teufel? Warum habe ich das Gefühl, dass das sehr schlecht ausgehen wird? Oder lange? Ich wette, ich kriege einen kompletten Part nur mit dem Kampf gegen Broga voll. Ach je, ach je, ach je. Also gut, wir schieben uns den Trank auch noch hier unten rein. So. Just to make sure. Und wir werden auch den ersten Treffer so erzielen. Jetzt gibt's was. Das hat ja gut, gut. Hat ja viel gebracht. Ja, komm nur. Komm nur. Aua. Super. Au. Der Kampf ist echt unfair. Oh, Mensch. Natürlich müsste ich jetzt schon die 4 einsetzen. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh. Mann. Was hat der für eine lange Waffe? Boah, das gibt's doch gar nicht. Was setze ich denn jetzt? Ja, an? Leck mich doch am Arsch! Ja. Yeah, genau. Okay. 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 Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Ich habe hier noch keine Chance. Nicht die geringste. Ich meine, mit der Waffe und den Stats und allem und... Och, Mann. Gut, dann gehen wir halt doch erst rein zum Don. Ich wollte das zwar ans Ende setzen, aber dann geht's halt nicht anders. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie sieht's aus? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Ja, zufällig habe ich die. Also mach, dass du wegkommst. Ja, hallo. Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Tatsächlich? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben, ja? Ich kann sie dir ja herholen. Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ihren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. Ja, ja, schon gut, geh rein. Aber mach keinen Unsinn, klar? Ich find's schön, wie schlagkräftig unser Held ist. Level up. Level up. So. Na, endlich. Endlich sind wir drin. Ist was? Oh, eine hübsche Tänzerin. Muss man gleich mal ranscrollen. Oh, nee, geht nicht. Schade. Wow, wow, wow. Nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Wir wollen unseren Held ja schon wenigstens ein bisschen nah haben. So. Da hinten ist ein Tempel, ja, da kommen wir nicht rein. Das könnte ich euch eigentlich mal zeigen. Mit dieser Art Tempel werden wir später noch viel, viel, viel Spaß haben. Oh, noch ein bisschen näher ran. Da ist, glaube ich, auch noch ein Ghoul. Das heißt, wir werden gar nicht bis nach ganz hinten kommen. Aber wie gesagt, ja, genau. Und mit diesen Tempeln werden wir später noch sehr viel Spaß haben. Kann ich versprechen. Aber das ist jetzt noch nicht relevant. Jetzt sind wir noch ein armes Schwein, das keinerlei Ausrüstung hat und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich aber sagen, ich werde die Session hier erstmal beenden. Das reicht für einen Morgen. Gibt auch bald Mittagessen. Lecker, lecker. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.